Heute ist Samstag. Wir sind den dritten Tag offiziell hier. Wir sind gestern ganz gut vorangekommen. Ich bin recht zuversichtlich, dass wir heute das vierte Tauffahrzeug komplett fertig haben. Wir haben jetzt vier Oberflächenfahrzeuge gebaut. Wir sind recht vorangekommen, auch mit der Missionsplanung. Wie das Wetter sich zeigt, ist immer noch problematisch. Aber es sieht so aus, als ob wir zwischen dem 21. und 23. November so ein Fenster hätten, in dem wir unsere Mission durchführen können, ohne allzu widrige Wetterverhältnisse. Es ist natürlich ein Pech, dass ausgerechnet uns dieses schlechte Wetter trifft. Das Team vor uns hat es leichter, aber da machen wir uns nichts draus. Wir nehmen einfach die Herausforderung so an, wie sie kommt, und sind eigentlich ganz zuversichtlich heute, dass wir die Bedingungen des Wettbewerbs schaffen und einen guten Platz erreichen können. Wir wollen ja nicht nur versuchen, den Preis zu gewinnen und bei den besten Teams der Welt zu sein, sondern wir wollen damit auch für das Institut Bekanntheit schaffen und natürlich auch gerade bei den jungen Leuten, aber auch bei den Entscheidern im Ministerien oder in der Wirtschaft empfehlen durch die Teilnahme am Wettbewerb, durch unseren Erfolg. Insofern ist es sehr erfreulich, dass es ein Interview gab mit mir, was in dem Deutschlandfunk gesendet wurde, kurz bevor wir abgefahren sind. Das wiederum hat den Radio 1 Berlin-Brandenburg bewegt, ein Interview mit mir zu machen. Das wurde heute live gesendet. Ist natürlich schon spannend, weil es die Hauptstadt ist und dort Ministerien und Presse vielleicht etwas mitbekommen haben können. Nächste Woche ist ein Interview geplant mit dem Südwestfunk. Wir haben ein Interview mit unserer lokalen Presse. Und es wird nächste Woche mit großer Wahrscheinlichkeit auch einen Bericht auf der dpa geben. Das heißt, es wird dann auch bundesweit an alle Zeitschriften und Medien übergeben. Das ist natürlich auch ein sehr toller, ich wollte sagen, Nebeneffekt, ist eigentlich mit ein Haupteffekt dieses Projektes, dass wir diese schöne Sichtbarkeit bekommen haben.